Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ich muss gestehen, ich konnte jetzt leider einige Wochen nicht aufnehmen. Ich habe zwar fleißig vorgearbeitet, aber war jetzt auch zwischendurch krank und so weiter und habe absolut keine Ahnung mehr, was wir hier eigentlich gerade noch als Ziel haben. Da steht auch gerade gar nichts drin, ne? Die andere Taste funktioniert gar nicht. Doch, jetzt. Befrage Mademoiselle Schmidt. Ich habe den Verdacht, dass Mademoiselle Schmidt Mademoiselle Locke betäubt hat. Ich muss sie befragen. Befrage Monsieur Michel. Das war ja der, wie nennt er sich? Der Schaffner, ne? Der Schaffner und ich glaube, die mit den kurzen Haaren war das. Jetzt weiß ich aber gerade auch nicht mehr, wo die jetzt überhaupt drin wohnen. Moment. Wo ist denn die? Moment, hier oben war doch Michel. Zimmer 301, falls ich den nicht draußen sehe. Das war gar nicht die, die ich gedacht hatte. Moment, wer ist Schmidt? Ach so, diese ältere ist Schmidt. 105. Also 105 und 301. Okay. 105, falls sie da ist. Sie ist aber nicht da. Ich glaube, da kamen wir auch irgendwie raus oder so. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich guck mir hier nochmal kurz nach. Wenn hier schon wieder alles neu ist, nicht dass hier tatsächlich noch irgendwas versteckt ist. Weil ich finde es halt komisch, dass man rein kann. Gleichzeitig aber auch nichts drin ist. So, dann schauen wir mal. Hier können wir rein. Was war denn das? Ach, das war unseres. Ach, da wollte ich doch gar nicht rein. 202, ja, ich habe es zu spät gesehen. Ich habe derzeit keine Fragen an Sie. Ich sollte Sie in Ruhe lassen. Ist das nicht die Madame Schmidt? Ich muss sie befragen, steht da doch. Ist das nicht die Schmidt? Moment, jetzt muss ich mal eben gucken. Ach nee, das war die mit dem... Ah, ja. Mit diesem bayerischen Akzent oder was das war. Genau. Also es tut mir wirklich leid. Ich habe echt die Hälfte wieder vergessen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch Palworld die ganze Zeit gesucht dazwischendurch. Hier lag doch gerade was Weißes. Habe ich mich da jetzt verguckt? Nee, das war nur... Guten Abend, Mademoiselle Schmidt. Dürfte ich Sie einen Augenblick stören? Sie fragen mich zwar sehr höflich, werter Herr, aber ich glaube nicht, dass ich eine Wahl habe. Das ist richtig. Kommt wieder zu sich, ja, Mademoiselle. Wie sprichst du das Thema an? Ja... Ich wollte Sie wissen lassen, dass Ihre Zimmergenossin Mademoiselle Locke wach ist. Ach ja? Ich bin froh, das zu hören. Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Hat sie Ihnen erzählt, was mit ihr geschehen ist? Hat gesehen, dass sie betäubt haben. Naja gut, wenn sie jetzt von hinten angekommen ist, dann weiß sie, dass sie sie nicht gesehen hat. Leider erinnert sie sich nicht an viel, aber wir haben Rückstände einer Schlaftablette in ihrer Teetasse gefunden. Da sie beide allein in ihrem Raum waren, als sie den Tee trank, wer sonst hätte sie betäuben können? Muss ich darauf hinweisen, dass nicht ich diejenige bin, die in diesem Zug den Tee zubereitet? Sie sollten den Schaffner oder das Küchenpersonal befragen. Sie wäre beinahe gestorben. Ja... Sie besitzen Schlaftabletten. Sie ist aber, glaube ich, nicht die Einzige, die Schlaftabletten besitzt, ne? Mademoiselle Locke hätte sterben können. Wer auch immer sie betäubt hat, kann kein Mitgefühl für seine Mitmenschen empfinden, wenn man die Dosis bedenkt, die Mademoiselle Locke zu sich genommen hat. Sie war dem Tode nah. Du lieber Jott, was habe ich getan? Ich wollte sie nicht verletzen. Sie sollte nur ein paar Stunden schlafen, damit wir Zeit für... Wir? Zeit wofür? Wofür Zeit, Mademoiselle Schmidt? Denken Sie, dass ich nichts fühle? Nichts? Dieses arme, arme kleine Mädchen. In der Tat. Dieses arme, arme kleine Mädchen. Mademoiselle Schmidt steht auf irgendeine Weise mit dem Fall Armstrong in Verbindung.
Was könnte die Verbindung zwischen Mademoiselle Schmidt und dem Fall Armstrong sein? Köchin von der Prinzessin, Köchin der Armstrongs, Begleitdame von Sophia. Wer war jetzt Sophia Armstrong? Oh Gott, ich habe wirklich alles vergessen. Also Sophia Armstrong war auf jeden Fall nicht die Tochter, meine ich. Die hieß anders. Ich habe mir jetzt so auch nichts aufgeschrieben mit dem Namen. Köchin der Armstrongs? Ja, ich glaube nicht, dass die Köchin war, oder? Begleitdame? Ich habe alles vergessen, es tut mir leid. Denk nach, Poirot. Das kann nicht die Antwort sein. Okay. Das ist die richtige Antwort. Mademoiselle Schmidt, ich habe einen gewissen Ruf, was das Erschnüffeln von... Ich bin keine Mörderin! Was das Erschnüffeln von brillanten Köchen betrifft. Sie waren die Köchin der Familie Armstrong, nicht wahr? Aber, ja, ich war die Köchin dieser wunderbaren, liebreizenden Familie. Es tut mir leid, aber ich muss Sie darum bitten, mir etwas Zeit zu geben, um mich zu sammeln. So sollte es nicht sein, Kleines. Mein armes, liebes Kind. Nehmen Sie sich ruhig etwas Zeit, Mademoiselle. Sie haben mir schon sehr geholfen. Ich muss die anderen Verdächtigen überprüfen, um sicherzugehen, dass ich alle Teile des Puzzles habe. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, das soll darstellen, dass die weint. Warum guckt die mich da dabei permanent so böse an, während die Hände hochhebt? Hallo? Oh Gott. Soll ich dich auch befragen? Kann ich Ihnen etwas bringen, Monsieur Poirot? Alle sind so angespannt. Einen Aperitif in Kürze, Monsieur Fouché. Sehr gerne, wenn die Angelegenheit geklärt ist. Also, ich dachte, er kann uns vielleicht noch hilfreiche Informationen geben oder so. Oh, wer versteckt sich denn hier drin? Hallöchen! Jean, du hast schon wieder alles durcheinander gebracht. Wo hast du den Kaffeelikör für das heutige Dessert hingestellt? Den Kaffeelikör? Vielleicht sollten wir den ja auch suchen. Ich habe keine Ahnung. Mal eben schnell gucken. Guck auch nicht mehr ganz so intensiv, weil ich habe das Gefühl, wenn was drin ist, dann liegt das entweder am Becken oder am Boden. Ja gut, sie kann uns auch nicht weiterhelfen. Sie haben recht, Mr. Book. Dieses Dessert ist köstlich. Ich bin froh, dass wir nicht auf das Abendessen gewartet haben. Ich verspreche, dass auch die Hauptspeise hervorragend sein wird. Ermittlerin Locke, wie ich sehe, erholen Sie sich gut. Ja, ich sollte bei den Ermittlungen helfen. Wissen Sie, wer mir die Schlaftabletten verabreicht hat? Es ist noch zu früh für Schlussfolgerungen. Wir werden sehen, wenn ich zurückkomme. Keine Sorge, Poirot. Sie ist in guten Händen. Otaru, Freya und meine Wenigkeit kümmern uns um sie. Okay. Ich wollte ja nur mal nachhören, ob alles in Ordnung ist. Aber der Typ, wo ist denn der Typ eigentlich hin? Der Schaffner, der saß nämlich nicht da, wo er eigentlich sitzen sollte. Kann ich mit dir auch reden? Nicht jetzt! Ich muss das Abendessen vorbereiten. Oder würden Sie auch Michelangelo oder Da Vinci unterbrechen? Natürlich würde ich das, wenn ich berechtigtes Interesse an irgendwas hätte. Wieso nicht? Interessiert mich doch nicht, ob die in Ruhe malen können. 301 hatte der, naja. Bonsoir, Michel. Störe ich Sie? Sie wirken aufgebracht. Bei allem, was vor sich geht, ist es doch recht schwierig, sich zu entspannen. Zweifelsohne. Insbesondere, da wir wissen, dass der Tee von Ermittlerin Locke mit Betäubungsmitteln versetzt wurde, bevor er ihr serviert wurde. Ermittlerin? Nun, kommen Sie, Michel. Sie haben doch sicherlich die Gelegenheit ergriffen, Ihre Sachen zu durchsuchen und dabei Ihre Marke gefunden. Zum Glück ist sie aufgewacht und konnte uns endlich alles erzählen. Otaru hat das Wasser gekocht, Jean hat den Tee zubereitet.
Ich habe ihn lediglich gebracht. Monsieur, das könnte jeder aus der Belegschaft gewesen sein. Ihre Verteidigung besteht darin, andere zu beschuldigen? Haben Sie Empfang? No, leider nicht. Das ist nur eine automatische Erinnerung, meine Miete zu zahlen. Ich vergesse das ständig und mein Vermieter beschwert sich. Pierre-Michel muss in den Mord verwickelt sein. Der mit Betäubungsmitteln versetzte Tee. Sein Posten am Ende des Korridors. Und jetzt weiß ich warum. Ich kenne mehr als eine Person auf diesem Bildschirm. Also das Kindermädchen ist klar. Wer ist die Person auf der linken Seite? Oh, jagt mich doch mit Namen. Da sind mittlerweile so viele Namen. Moment, Fouché war der, der ermordet worden ist, ne? Ich hab doch keine Ahnung. Ui. Die Person in der Mitte. Ja, wie hieß die? Greta Olsen? Sonja Armstrong war ja die Mutter. Susanne Moreau war, glaube ich, die Ermittlerin. Ich glaube, Greta... Aber Greta Olsen ist doch nicht sie. Das ist doch die andere, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Ja, meine ich mich, das ist die andere im Zug. Adäquat. Ja, ja. So, rechte Seite. Ich habe keine Ahnung. Ist das Masterman? Muss ja eigentlich sein. Das ist der einzige Name, der mir hier bekannt vorkommt. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Oh, ich kann aber auch nicht mehr nachgucken. Magnifique. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Sie sind der Vater von Suzanne Moreau, dem Kindermädchen von Daisy Armstrong. Mein Beileid zum Tod Ihrer Frau. Was? Aber ich... Meine Frau? Genug der Lügen. Suzanne trägt nicht Ihren Namen? No. Susannes Mutter und ich waren geschieden. Susanne behielt den Namen ihrer Mutter. Mein aufrichtiges Beileid, Monsieur Michel, für den Verlust von Susanne und ihrer Frau. Dieser Job. Ich habe sie geliebt, aber ich war nie für sie da. Dann wurde Solange krank, ein Jahr nach der Scheidung. Susanne brachte sie in diese Spezialklinik in den Vereinigten Staaten und erhielt diesen Job als Daisys Kindermädchen. Ich verstehe ihren Schmerz. Und den Grund, der dazu führte, Ermittlerin Locke zu betäuben. Ihnen kann man wirklich nichts vormachen, Nespa? Viele waren töricht genug zu versuchen, die Wahrheit vor Hercule Poirot zu verbergen. Oui. Ich gebe zu, etwas in den Tee getan zu haben. Aber ich wollte Sie damit nur ruhig stellen, Aber sie hat so stark auf die Schlaftabletten reagiert. Sie hatte Glück, genau wie Sie, dass sie nicht gestorben ist. Um ehrlich zu sein, gibt es noch eine weitere Sache, die mich verwundert hat. Aber ich glaube, es jetzt zu verstehen. Ich hab doch keine Ahnung. Ohne Scheiß. Also, ich meine, ich war ja voll drin. Und ich will auch gerne wieder voll drin sein. Aber mir jetzt solche Fragen zu stellen, wo ich jetzt wirklich 2 oder 3 Wochen am Stück nicht mehr gespielt habe. Ich weiß, man kann mich im wahren Leben schon mit den Namen von anderen Leuten in der Regel jagen. Es sei denn, ich kenne die wirklich gut. Und Pierre-Michel war der zukünftige, ich sag mal, Schwiegersohn. Monsieur Hartmann war Susannes Verlobter. Ich habe das Gefühl, als wäre mein gesamtes Leben für Sie ein offenes Buch. Ouais.
Cyrus war mit meiner Tochter verlobt. Für mich ist Cyrus fast wie ein Sohn. Natürlich, ja. Jetzt wird vieles klarer. Ich war lange genug geduldig. Es wird Zeit nachzusehen, was es mit dem Aufruhr nebenan auf sich hat. Mit den Aufruhr? Dieses ganze Tippen die ganze Zeit, oder? Oh, das ist gar kein Tippen. Monsieur Armand, hervorragend. Die Schutzeiligen der Detektive müssen Sie ihr eingeschlossen haben. Ja? Aber ich bin doch auch ein Detektiv. Ich sprach mit Michelle über einen tropfenden Wasserhahn. Ich wollte gerade raus, aber dann sind Sie aufgetaucht. Bab, Bellar, Bab, erzählen Sie mir doch keine Märchen. Nein, wirklich, ich... Michelle hat mir alles erzählt. Sie waren verlobt mit Suzanne Moreau, seiner Tochter. Oh, ich verstehe. Das ist sicherlich keine große Überraschung für Sie. Nein, Suzanne war die einzige Frau, die ich je geliebt habe. Und ich habe sie im Stich gelassen. Wir hatten uns gestritten. Wegen einer Kleinigkeit. Und ich war zu stolz, um mich zu entschuldigen. Wir haben kein Wort mehr miteinander gesprochen. Suzanne hat diesen Kerl nie wirklich geliebt. Diesen Noah. Sie hätte mir vergeben. Wenn doch nur. Der Klassiker in jedem Liebesdrama. Offensichtlich haben sowohl Pierre-Michel als auch Mademoiselle Schmidt den Tee von Ermittlerin Locke manipuliert, was zu einer Überdosis geführt hat. Kein Wunder, dass sie nur mit Mühe wieder zu sich gekommen ist. Es ist an der Zeit, ihr und Buck zu berichten, was ich herausgefunden habe. Okay, dann machen wir das doch mal. Doch. Ich wollte gerade sagen, wo bin ich denn jetzt hin unterwegs? Aber es ist wirklich schwer. Also wenn man nicht mehr so hundertprozentig drin ist, weil man mal wirklich eine kurze Zeit nicht mehr gespielt hat, es ist unheimlich schwer. Und ich gebe zu, Palworld, ich bin es gerade am Suchten. Und wie gesagt, dazu kam dann auch noch, dass ich jetzt eine ganze Zeit lang ziemlich krank war und immer noch nicht so ganz oben auf bin. Und alles vergessen habe irgendwie. Also nicht alles vergessen habe, ich weiß natürlich noch, worum es geht und was wir bisher erlebt haben, aber die ganzen Namen und so, es ist schlimm. Wenn man einmal raus ist, ist es wirklich schlimm. So, mon ami, sagen Sie mir, dass es Neuigkeiten gibt. Ja. Mademoiselle Locke, ich weiß, wer Sie betäubt hat. Mademoiselle Schmidt und unser Schaffner Pierre-Michel haben beide zugegeben, Schlaftabletten in ihren Tee getan zu haben. Das erklärt die Überdosis. Die beiden sind erleichtert, dass sie sich erholen. Michel hat eine Passagierin betäubt? Im Namen des Unternehmens bitte ich Sie um Vergebung, Mademoiselle Locke. Michel wird sich für diesen Skandal verantworten müssen. Beide? Ich war mir ziemlich sicher, was Miss Schmidt angeht, aber ich gebe zu, dass ich den Schaffner nicht verdächtigt hatte. Ja, wir aber jetzt schon. Ich habe mehrere Verbindungen zum Fall Armstrong aufgedeckt. Pierre-Michel ist der Vater von Suzanne Moreau, dem Kindermädchen der kleinen Daisy. Und Monsieur Armand war Suzannes Verlobter. Was Hildegard Schmidt betrifft, so war sie die Köchin der Familie Armstrong. Welch Zufall! Denken Sie nicht? Aber das ist unglaublich! Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass so viele Leute, die in dieser tragischen Angelegenheit verwickelt sind, im selben Zug landen? Ungefähr so, als würden Sie im Lotto gewinnen, mon ami. Ich war nicht die Beamtin, die Miss Schmidt damals befragt hat. Also konnte sie mich hier im Zug nicht wiedererkannt haben. Woher konnten Sie wissen, wer ich war? Es gab noch andere Passagiere, die es gewusst haben könnten. Oder vielleicht hat sie sie gesehen, als sie das Haus der Armstrongs besucht haben. Mir ist nun bewusst, dass einige der Hinweise auf dieses ausgeklügelte Komplott für mich inszeniert wurden. Okay. Was wollten Sie mich glauben machen? Der Mörder ist in Winkowski zugestiegen, hat Rachette getötet und ist sofort wieder ausgestiegen.
Ja, haben sie versucht, ihm Glauben zu machen, indem sie das Fenster geöffnet haben. Ach so, Moment. Der Mörder ist dort zugestiegen, hat ihn getötet und befindet sich immer noch im Zug. Das wollten sie ihm nicht Glauben machen. Der Mörder ist in Istanbul zugestiegen, hat ihn getötet und ist in Belgrad wieder ausgestiegen. Ich meine, es war Istanbul, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Denk nach, Poro. Nee? Das kann nicht die Antwort sein. Dann war es Wieckowski. Das war einfach. Einige bisher gesammelte Hinweise und Informationen könnten zu einer Hypothese führen. Der Mörder ist in Wieckowski zugestiegen, hat Ratchet getötet und den Zug dann sogleich verlassen. Wie sind Sie auf diese Möglichkeit gekommen? Monsieur Hartmann hat mir von einem kleinen Mann mit einer hohen Stimme erzählt, der Ratchet bedroht hat. Stellen Sie sich einen Moment lang vor, wie dieser Mann, der eine Schaffnerjacke trug, Ratchet ermordete, während Michelle auf dem Bahnsteig in Wieckowski stand. Der Mörder versteckte dann die Jacke des Schaffners im Raum von Ermittlerin Locke und türmte, noch bevor der Zug abfuhr. Warum ausgerechnet im Abteil von Ermittlerin Locke? In der Tat, warum? Lassen Sie es mich noch einmal von Anfang an erklären. Steigt wieder in den Zug, der abfährt. Zug hält um Mitternacht. Er betritt den Bahnsteig. Das müsste ja theoretisch das erste sein. Der Mörder betritt als Schaffner verkleidet den Zug. Steigt wieder in den Zug. So, als Schaffner verkleidet rein. Hinterlässt dort sein Messer, entledigt sich der Jacke. Also Mörder verlässt den Zug. Ja, ist das bevor er wieder einsteigt oder nachdem er eingestiegen ist? Das weiß ich nicht. Ich denke, der um 0.10 Uhr abfährt. Ich denke, dass er als letztes eingestiegen ist. Entledigt sich der Jacke. Hinterlässt dort sein Messer. Müsste dann ja rein theoretisch so rum sein. Tötet Ratchet, flieht durch das Zimmer, hinterlässt dort sein Messer und verliert dabei einen Jackenknopf. Entledigt sich der Jacke, das wird dann später gewesen sein, gehe ich mal von aus. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Mon Dieu, oui. Das muss es sein. Es passt alles so gut zusammen. Es passt zu gut, mon ami. Andere Hinweise führen zu einer zweiten Hypothese, die viel plausibler ist. Wie lautet die wahrscheinlichste Hypothese? Es gibt mehrere Mörder, die nach Wieckowski entkommen sind. Es gibt mehrere Mörder, die Ratchets Geld haben wollten. Ja, ich denke nicht, dass es mit Geld zu tun hat. Es gibt mehrere Mörder, die alle mit dem Fall Armstrong in Verbindung stehen. Ja, das würde ich sagen. Das ist die richtige Antwort. Wir haben also mehrere Mörder, die alle mit dem Fall Armstrong in Verbindung stehen. Der Mörder aus Wieckowski war eine Erfindung, um den Verdacht von den Passagieren in diesem Zug abzulenken. Sie haben erwartet, dass die Ermittlungen von einem Kleinstadtbeamten geleitet würden, der sich leicht in die Irre führen lässt. Monsieur Poirot? Ermittlerin Locke, verzeihen Sie mir. Sie sind eine offensichtliche Ausnahme. Sie haben Ratchet erbarmungslos verfolgt. Zum Leidwesen der Mörder haben diese es nicht nur mit Ihnen zu tun, sondern nun auch, und ich sage das in aller Bescheidenheit, mit dem größten Detektiv der Welt, Hercule Poirot, der ihrer akribischen Planung in die Quere kommt. Mehrere Mörder?
Mehrere Ermittler? Poirot, bitte haben Sie Mitleid mit mir. Wer ist in diesen Fall verwickelt und wer nicht? Mein armer Freund, Sie verstehen gerade wohl nur Bahnhof. Ich fahre fort. Oh Gott, wer sind die 9 Leute, von denen wir wissen, dass sie Verbindungen zum Fall Armstrong haben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Sie? Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Moment, sie war die Köchin da. Ich habe wirklich alles vergessen. Ich kann mir jetzt auch nicht die Sachen raussuchen. Ich habe hier ganz viele Zettel, wo ganz viel draufsteht. So von wegen, wer wie damit zusammenhing und so weiter. Kindermädchen. Die Prinzessin. Was war mit der Prinzessin nochmal? Der Typ hier. Das war der, wo wir eben... nehmen, oder? Nee, das war der Mann von der einen, genau. Hatte er selber auch... Also sie hat damit zu tun, das weiß ich. Ob er selber jetzt auch damit zu tun hat, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das ist der Hartmann, wo wir eben drin waren. Ja gut, und der Michel, der hat sie betäubt. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Aber der müsste dann ja auch was damit zu tun haben. Sie hatte, glaube ich, auch damit zu tun. Das sind dann 2, 4, 6. Ich weiß es gar nicht mehr. Sie hatte, glaube ich, auch was damit zu tun, oder? Ja gut, er ist klar. Irgendwas ist da falsch, ich dran, oder? Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. 2 sind falsch gewesen. Wen habe ich denn da noch? Moment. Achso, ich habe die Olsen hatte ich mit drin. Die meinen, hatte die was damit zu tun? Oh, die kann ich gar nicht erst. Hä, wenn ich jetzt... Ach so, nee, oder das geht nicht, weil ich 2 Leute noch nicht gemacht habe. Okay. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Wer war denn der Typ hier oben nochmal? Der war doch dieses... Ah ja, oh ja. Nee. Ja, du raus. Moment, ich bin ja auch so doof. No, nicht gut. Doch, der eine Masterman, der war doch, hatte doch auch damit zu tun, meine ich. Ich bin mir nicht sicher. Das waren doch die beiden Namen von der Tafel. Richtig. Das passiert mir häufig. Mademoiselle Schmidt, Pierre Michel, Monsieur Hartmann und Monsieur McQueen haben alle eine Verbindung zum Fall Armstrong. Ich weiß auch, dass Sonja Armstrongs Schwester und ihre Patin, Gräfin Andrenyi und Prinzessin Dragomirov sich in diesem Zug befinden. Und schließlich hat Ermittlerin Locke herausgefunden, dass Monsieur Foscarelli der Fahrer der Armstrongs war. Wenn wir Ermittlerin Locke und Ratchet hinzuzählen, haben von den 12 Passagieren in diesem Waggon 9 eine Verbindung zum Fall Armstrong. Was nun, Poirot? Oder sollte ich sagen, wer nun? Es wird Zeit, alle zu versammeln. Alle? Sogar Dr. Konstantin? Und das Zugpersonal außer Michel? Dr. Konstantine, oui, ich werde ihn brauchen. Auf die anderen können wir verzichten. Ich werde dafür sorgen, dass ihre Pflichten sie anderweitig beschäftigt, Alten. Hervorragend. In so einem Moment fühle ich mich immer ein wenig wie Rodin, der den Denker vor einem gebannten Publikum enthüllt. Ein Kunstwerk. Geht es Ihnen nicht auch so, Ermittlerin Locke? Nein, Monsieur Poirot. Ich freue mich einfach, wenn die Handschellen klicken. Nun, auch darin liegt eine gewisse Kunstfertigkeit, schätze ich. Wo möchten Sie die Enthüllung vornehmen, Poirot? Im Barwagen? Parfait. Dann werde ich alle Passagiere im Barwagen versammeln.
Ja, nun geht's ans Eingemachte. Trotz meiner großen Wissenslücken, die ich jetzt habe, nachdem ich so lange nicht mehr aufgenommen habe, werden wir jetzt hoffentlich den Täter finden. Allerdings ist die Folge schon sehr lange geworden. Und ja, ich weiß, ich bin gemein, aber ich muss euch noch ein wenig auf die Folter spannen. Die Auflösung oder vielleicht auch Nicht-Auflösung, wer weiß, wie lange dieses Spiel noch geht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.